Liebe Mitstreiter, am 15. April fand endlich nach anderthalb Jahren vor dem Landgericht Berlin der niederträchtige Versuch, mir meine Mitgliedschaft abzuerkennen und mich machtpolitisch aus dem Weg zu räumen, mit einer Ohrfeige des Gerichts sein vorläufiges Ende. Der Verlierer heißt AfD-Bundesvorstand. Auch seine flugs angekündigte Berufung wird scheitern. Das Verfahren gegen mich hat bewiesen, ein Bundesschiedsgericht der AfD hat sich bewusst und sogar gleich mehrfach über zwingendes formelles Recht hinweggesetzt. Ich will Sie hier nicht mit Paragraphen langweilen, aber natürlich hat das Landgericht gemerkt, was hier gespielt werden sollte. Aber nun, liebe Zuschauer, das Wichtigste, was interessierte Kreise des Bundesvorstandes natürlich nicht zugeben wollen. Die Feststellung meines Landesvorsitzes, ein gesonderter Antrag in meiner Klage, wird von der Feststellung der Mitgliedschaft umfasst. Deshalb erachtete das Landgericht Berlin diesen Antrag für überflüssig, also unzulässig. So einfach ist das nämlich. Und genau so ohne Wenn und Aber hat das Gericht indirekt mein Amt als Vorsitzende bejaht. Zeugt es nicht von Verachtung einem Gericht gegenüber, dass der Bundesvorstand bereits kurz nach Bekanntwerden des Urteils, ohne dass ein schriftlich ausformuliertes Urteil vorliegt, die Berufung ankündigt? Noch mehr, es beweist, hier geht es nicht ums Recht, sondern um Ränkespiele auf Kosten der Mitglieder und der Außendarstellung der Partei in diesem wichtigen Wahljahr. Dabei ist es den Handelnden anscheinend gleichgültig, ob die Partei nachweislich hierdurch geschwächt wird und ein AfD-Landesverband im Westen der Republik unter meinem Vorsitz Erfolg hatte. Im Gegenteil. Das Beispiel von Schleswig-Holstein könnte im Westen ja Schule machen. Die Talfahrt der Partei in Schleswig-Holstein seit meinem Ausschluss spricht jedenfalls Bände. Ich rechne deshalb mit gezielten neuen Niederträchtigkeiten aus der Partei heraus. Diese Attacken werden Ihnen beweisen, es geht den Angreifern nicht um Deutschland, sondern allein um die primitive Befriedigung ihrer Machtgier und natürlich um Parteiposten. Und dadurch werden wichtige Wahlen im Superwahljahr 2021 beschädigt werden. Vielleicht ist dies aber auch die tiefere Absicht der Handelnden. Wer weiß. In Schleswig-Holstein werden Sie damit keinen Erfolg haben. Die Mehrheit der Mitglieder hat ein Gefühl für Anstand und stand deswegen immer hinter mir. Denn eines haben Sie im Norden erkannt. Nur so werden wir eine erfolgreiche Alternative für Deutschland sein. Wenn Sie das auch so sehen, dann teilen Sie das Video und besuchen Sie meine Homepage.